Herzlich willkommen auf gutscheinrausch.de. Wir haben einige Gutscheine auf unserem Portal für zum Beispiel auch die Autovermietung Europcar und die mobile Anwendung wollen wir euch heute einfach mal vorstellen. Wir können euch hier leider nicht jedes kleine Detail und auch nicht eine gesamte Buchung zeigen, da man sich dafür teilweise einloggen muss oder auch Verträge abschließt oder Reservierungen abschließt, die wir hier natürlich nicht abschließen wollen, denn wir wollen ja hier die Europcar-Anwendung vorstellen und dem Entwickler nicht noch irgendwie mit falschen Reservierungen Schaden. Es gibt hier oben dann erstmal die Möglichkeit, den Stationsfinder zu starten, zum Beispiel innerhalb von Deutschland oder auch auf einer Kartenansicht. Aber es gibt natürlich teilweise auch Filialen, die nicht in Deutschland sind. Die kann man dann ebenfalls finden. Hier seht ihr einiges mit dabei. Man kann dann hier auch noch draufklicken und bekommt weitere Sachen angezeigt, wie zum Beispiel die Adresse, Stadt. Und ganz wichtig sind natürlich auch die Öffnungszeiten und wann man die Sachen zurückgeben kann. Also die Autos zurückgeben kann und so weiter. Das ist ein ziemlich guter Bereich, lohnt sich auch schon bedingt, das nur deshalb runterzuladen, aber ich denke, das Interessanteste ist eigentlich mein Profil und natürlich die Reservierung. Mein Profil können wir euch jetzt nicht zeigen, da man sich da einloggen muss und es gibt hier noch Ansehen und Ändern, da kann man mit der Reservierungsnummer noch ein paar Sachen vornehmen, aber in der Mitte ist hier der Reservieren-Bereich. Und hier wird hier wirklich in so einem kleinen Guide durchgeleitet. Schritt 1 ist hier zum Beispiel eine Autovermietung auszusuchen. Das lädt jetzt ein bisschen. Ja, nehmen wir hier mal irgendwas. Wo das Ganze ist, Rückgabe an gleicher Station. Ja, ab und bis ist natürlich mit dabei. Und man kann dann auch schon sagen, ich möchte hier weiter. Hier sind jetzt derzeit keine Fahrzeuge verfügbar. Da müsste man dementsprechend das Datum ein bisschen nach hinten verlegen. Tippe ich mal. Gehen wir jetzt einfach nochmal drauf und es sind immer noch keine Autos verfügbar. Da lass uns mal eine andere Filiale nehmen. Irgendwann müsste ja auf jeden Fall was mit dabei sein. Wo könnte die Wahrscheinlichkeit denn höher sein? Gehen wir am besten mal nach Berlin. Da sind teilweise größere Filialen. Weiter. So, und jetzt finden wir ja auch ein paar Sachen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel auf der ersten Seite alle Fahrzeuge. Da ist jetzt zum Beispiel der VW Up mit dabei. Oder ähnlich heißt es natürlich immer VW Polo, Seat und so weiter. Man kann aber auch hier in den Luxus- oder Special-Bereich gehen. Ja, da ist jetzt ein Peugeot, Scirocco, aber da sind auch meistens, ja, hier geht's los, mit zum Beispiel einem Audi oder einem 5er BMW ist mit dabei. VW Touareg, also hier kommen dann schon wirklich die schickeren Modelle, sage ich mal. Nehmen wir einfach mal den A8 in diesem Falle. Da kann man dann dementsprechend draufklicken. Man kann sich nochmal Details anschauen. Oder auch diesen hier jeweils reservieren. Das ist natürlich auch dementsprechend teurer. Man kann jetzt auch direkt zahlen oder auch später zahlen. Gibt dann so ein kleines Konto, sage ich einfach mal. Und man kann auch noch Extras buchen hier. Zusätzlicher Fahrer ist mit dabei. Navigationsgerät kann man buchen. Babysitzschale und ja, hier ist einiges mit dabei, dass man halt so als Kundenservice noch dazu buchen kann. Es gibt dann hier noch die Möglichkeit zu sagen, jetzt zahlen oder später zahlen und dann loggt man sich hier ganz einfach ein und dann ist die Reservierung auch schon abgeschlossen. Insgesamt ist das ziemlich cool, dass das alles mit so einer mobilen Anwendung läuft, die ist übersichtlich gestaltet, die ist kostenlos und das ist einfach ein 1A Kundenservice. Von daher für uns oder von uns eine große Empfehlung an alle Kunden von Europcar. Das war's von uns, bis zum nächsten Mal. Ciao.